Liebe Marianne, liebe Phyllis, liebe Tegin, liebe Trauergemeinde, leben einzeln und frei wie ein Baum und brüderlich wie ein Wald. Das ist unsere Sehnsucht. Dieses Wort von Nazım Hikmet steht auf der Traueranzeige von Yılmaz. Und so hat Yılmaz auch gelebt. Frei und brüderlich. Ein großzügiger, sensibler Zugewandter, freundlicher und von einem inneren Licht erhellter, aufrichtiger Mann. Seine treue Freundin, Ülke Schneider-Gürkan, sagte über ihn, ich zitiere, Yılmaz sprach viel und gerne. Aber er konnte auch sehr gut reden, auf Deutsch und auf Türkisch. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte er unglaublich stur sein. Vor allem aber war er ein Mensch, der Menschen mochte. Es gibt auf Seiten der Friedrich-Ebert-Stiftung ein Interview mit Yılmaz. Darin beschreibt er die Arbeitssituation am Fließband der Autofabriken in den 60er Jahren. Er sagt, es war wie Krieg, die Arbeiter wurden unbarmherzig von den Vorarbeitern angetrieben. Liebe Trauergemeinde, in 24 Jahren hat Yılmaz seinen Weg in die IG Metall gefunden. Und die IG Metall ist heute eine Einwanderungsgewerkschaft mit über 500.000 Mitgliedern mit Migrationsgeschichte. Und viele von ihnen sind Vertrauensleute und Betriebsräte. Und dass das heute so ist und dass wir so viele Mitglieder mit einer Einwanderungsgeschichte in unseren Reihen haben, das geht zu großen Stücken auf Yılmaz und sein unermüdliches Engagement für die IG Metall zu. Er hat mit vielen Weggefährtinnen und Weggefährten, einige sind heute auch unter uns, den Grundstein dafür gelegt, wie die IG Metall heute ist und was die IG Metall heute ist. Dafür danken wir Yılmaz Karahasan und allen anderen für ihre geleistete Arbeit und für ihren Einsatz. Denn tatsächlich wären die Erfolge der IG Metall ohne deren unermüdliche Arbeit vielfach viel schwerer zu erzielen gewesen. Und er legte vor allem den Grundstein für die Einwanderungsgewerkschaft, die wir heute sind als IG Metall. Wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft und wir sind eine Einwanderungsgewerkschaft. Und wir waren schon viel früher da wirklich bereit, nicht nur bereit, sondern wir haben uns einfach dazu bekannt und haben gesagt, ja, das ist so. Und für das Ganze, für diese Selbstverständlichkeit, dass wir durch sein Engagement eine Einwanderungsgewerkschaft geworden sind, kann man sich gar nicht genug bei den engagierten Kolleginnen und Kollegen bedanken. Ich bin dankbar, dass so viele Aspekte des Lebens, des Lebens von Yılmaz schon erwähnt wurden. Den Abschied zu nehmen, fällt mir immer sehr schwer, um Menschen, die noch so präsent sind, dass man das Gefühl hat und das ist manchmal das Bedürfnis, mit ihnen noch im Dialog zu stehen, ihre Stimme im Ohr zu haben, mit ihnen zu sprechen. Das hat auch einen sehr persönlichen Hintergrund. Einige von Ihnen wissen das. Ich habe vor anderthalb Jahren mit einem Filmporträt über Yılmaz begonnen, mit zwei weiteren Kollegen. Und kurz nach den Dreharbeiten musste ich wegen einer Erkrankung meinerseits die Arbeit einstellen. Und ich konnte erst in diesem Sommer, nach fast einem Jahr, die Ausschnitte von meiner Vorführung zur Emanzipation, zur Gleichberechtigung, zur Teilhabe an der Gesellschaft. Die Aussage, Bildung ist emanzipatorisch, habe ich zuerst von
Sehr geehrte Trauergemeinde, wir tragen heute Yılmaz Karahaslan zu Grabe. Ist eine Stunde der tiefen Trauer um einen guten Freund, einen politischen Mitstreiter, einen engagierten Gewerkschafter, einen tiefen verankerten Sozialdemokraten und Sozialist und einen großartigen Mensch. Yılmaz Karahaslan ist ein Symbol für eine typisch deutsche Geschichte. Vom Gastarbeiter zum Chef einer der größten Gewerkschaften in Deutschland, auch in Europa. Er ist Teil der ersten Generation ausländischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in diesem Land. Er ist ein Teil und er hat sein Leben der Verbesserung der Arbeitsbedingungen für jene gewidmet, die hart und ehrlich gearbeitet haben. Vor allem für diejenigen, die in diesem Land als zweite Klasse behandelt wurden. Abschied von Yılmaz Karahaslan zu nehmen, ja, das bedeutet Abschied von einem besonderen Menschen. Ihr habt ja auf Wunsch von Yılmaz gebeten, dass wir hier ohne Trauerkleidung kommen und Yılmaz gedenken, wie er im Leben war. Und da kommt mir das in den Sinn, was ich doch kürzlich gelesen habe. Wenn ihr an mich denkt, dann seid nicht traurig. Erzählt lieber von mir und traut euch zu lachen. Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte. Der Platz für Yılmaz ist noch da. Auch in der Arbeiterwohlfahrt, der Yılmaz im Jahr 1976 beigetreten ist. Wir haben ja schon einiges gehört über Yılmaz Engagement in der Arbeiterbewegung, über den engagierten Gewerkschafter, der sich auch in der Türkei durch Drohungen und Verhaftungen nicht davon abhalten ließ, für die Rechte der Kolleginnen und Kollegen zu streiten und der in Deutschland natürlich für die Gewerkschaft arbeitete und wie selbstverständlich auch den Weg zur Sozialdemokratie fand. Und da war es nur folgerichtig, dass er sich auch in der Arbeiterwohlfahrt engagierte. Denn der Einsatz von Yılmaz in und für die Arbeiterbewegung, Gewerkschaft, SPD und AWO, das war für Yılmaz nicht nur etwas Abstraktes, Theoretisches, sondern es bedeutete auch immer den konkreten Einsatz für Menschen, denen es dadurch besser gehen sollte. Die Beisetzung, ein Zusammentreffen im Arbeiterwohlfahrtzentrum in Hattlinghaft geplant haben und natürlich alle herzlich eingeladen sind, dazu zu kommen und weiter Abschied zu nehmen. İnsanları yer, dünya suyu.
Thank you.
Sevgili Kara Hasan, 60'lı yıllardan bu yana Almanya'daki Türk toplumunun, emekçi dünyasının hakları yolunda verdiği mücadeleyi bu toplum asla unutmayacak diyorum. Seni saygı, sevgi ve özlemle anacağız ve hatırlayacağız. Sonsuzluk yolculuğu daima huzur olsun diyorum. Gazetemiz topluma verdiğin katkılardan ötürü de yürekten teşekkür ediyorum. Dostluğun her zaman bizlerde baki kalacaktır.